Charakter. Rund um diese Arktispflanze jagt der Stalker den Banditen. Der Stalker denkt, es wäre nur Spaß. Peng! Ach, der Bandit. Ja. Oh, hi. Hallo. Roland sagte, dass du kommst. Ich schulde ihm noch was für den ganzen Scheiß mit General Rancid. Du musst einen Zug hijacken, hä? Kinderspiel. Darf ich vorstellen? Meine Ladies? Hä? Ich laufe, laufe, laufe. Ich laufe hier rüber. Ich laufe, laufe, laufe. Lauf, lauf, lauf. Das hier ist Muschis Knucklebites und das ist Felicia Saxopans. Diese arschcoolen Ladies könnten den Zug für dich stoppen, aber dazu brauche ich ihre Kawummerbums. Und die wurden vor ein paar Tagen von Banditen geklaut. Hol sie mir! Findet Zeug. Oh. Ich weiß, Tina kann seltsam sein, aber sie ist die begabteste Sprengstoffexpertin auf ganz Pandora. Tu, was sie sagt, dann hilft sie dir garantiert, den Zug zu hijacken und den Kammerschlüssel zu kriegen. Okay. Ich bin sie. So, jetzt tauschen wir zuerst mal die Pistole. Genau. In die Pistole aus und das Granatenmodul gegen das Granatenmodul. Das wird er schon bald wiederholen werden. Mein Gott, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Verdammt, so. Wo muss ich denn jetzt hin? Karte, so da rein. Gut. Hopp. Weiß gar nicht, weshalb unsere Energie da unten so am Blinken ist. Hallo, wir haben immerhin die Hälfte. Scheint, als müssen wir hier rein. Das ist ein Punkt hier. Der Sniper-Experte da oben ist ganz halt am Ballern. Rip-Off-Station. Ne, ich glaube, ich bin sogar noch zu früh eingegangen. Ich muss so weiter. Mir da rein. Würde ich schon fast sagen. Ja. Oh, das ist so nah. Das wäre getan. Los, komm her. So. Stirbt, ihr komischen Larven. Ich will nicht, dass ihr euch weiterentwickelt. Bitte? Also ich denke, ich muss da hinten rein, ja. Ist auch gar nicht was. Das. Der Mordecai da immer ganz selten macht. Der soll die doch nie anschießen und sie aggroen. Hier ganz normal nur vorbeigehen. So, hier ist einer. Gut. Bin ich hier schon mal sicher. Oder richtig. Hier hoch. Ihr Schlampen, mein großer Bruder wird euch Manieren beibringen. Das überlebt keiner, wenn der Muschis Knucklebites Kavummerbums klaut. Oh, cool. Wer zum Teufel ist Muschis Knucklebites? Wer? Warte. Hallo? Ist hier wer? Jo. Wow. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Ein Schocknomade. Oh oh. Flugzeuge sind hier am Schießen. Ein Badass-Copter. Und ein ganz normaler Copter. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Aber
Damit haben wir eine kleine Rakete. Sie ist meine beste Freundin. Sie hat einen Bauch voller Dynamit und einen Arsch mit Wurms. Schnell hier weg. Irgendwo da, wo uns die komischen Helikopter nicht so viel Schaden anrichten können. Wow. Okay, hier. Ui. So, ich weiß was. Ich hab doch Raketenwerfer. Wo ist denn der andere? Oh je, Mini. Lad nach. Hey Typ, hau doch nicht ab. Super. Pff, jetzt bin ich gestorben, weil der Typ abgehauen ist. Er ist einfach so weggesprungen. Blöd. Aber ich habe den auch gar nicht gesehen, so direkt. Joinksi, joinksi, joinks. Wlup. Da sind wir auch schon wieder. Dann sind wir wieder bei 22.000. Guten Tag. Wo ist der Typ? Wo sind diese komischen Fliegen zu mir? Helikopter, die bewegen sich aber, glaube ich, viel zu schnell. Die kann ich, glaube ich, mit einer Raketenwerfe vergessen zu erwischen, oder? Hua. Hua. Ja, nur noch ein Schuss. Hier. Das war ein schöner Schuss. Das muss ich sagen. Der war schön. Der andere ist hier. Dann haben wir hier. Der hat da irgendwelche epischen Posen gezogen, den habe ich wieder dessen geschossen. Zwei Stück sind hier. Ja. Ja. Wow. Hä? Wo sind die? Nur noch Helikopter oder was? Ich versteck mich nur noch hier und warte. Anscheinend ist meine Schrotflinte ja gut dafür gerüstet. Ist hier ein Typ drunter? Ja klar, hier ist einer. Cool. Der hat da wohl geklemmt. Den habe ich mal befreit. Also den habe ich auch mal hier gerettet. Jetzt haben wir nur noch den Typen hier, der so gut wie tot ist. So. Boah, die beste Schrotflinte auf der ganzen Welt. So, hier. Ja.
keine Munition mehr. Super. Joink, joink. Hier ist auch keine Munition mehr. Gut, dann tauschen wir mal wieder das hier mit dieser coolen Pistole hier aus. Ja. Gut. Joinksi, joinksi, joinksi. Oi, 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 oi. Rakete. Alter, Wummerbums. Super geil. Bring das Zeug her, dann bastel ich ein paar affengeile Damen draus, die den Zug für dich hijacken. Okay. Mein Gott, ich glaube, ich habe die ganze Zeit jetzt dieses komische Fluggeräusch von diesen Koptern im Kopf, ey. Ich dachte, da wären noch welche. Okay, hier ist noch was. Yep. Flintenmuni. Haben wir hier noch was Geld ist hier reingeflogen? Jupp. Jupp. Schön wäre es, auch wenn man hier zum Beispiel irgendwie die Möglichkeit hat, man so ein Fahrzeug zu spammen. Schalt hier raus! Wow. Ist ja echt hart. Morgen ist menschlich, vergeben ist göttlich. Schwamm drüber. Wenn du das hörst, dann hast du mich soeben umgelegt. Aber, hey, schwamm drüber. Bevor du mich umgelegt hast, habe ich meine besten Knarren in meiner Werkstatt deponiert. Und da du mit dem Sieg über mich bewiesen hast, wie hart du bist, sollst du sie haben. Klingt wie eine Falle, ich weiß. Du wirst mir einfach vertrauen müssen. Okay. Versteck scheint ja nicht gerade sehr versteckt zu sein. Zumindest haben wir hier schon alles sauber gemacht. Frierender Psycho. Das ist nicht mir. Auf dir mache ich blutige Fleischblut. Ah, weißt du was hier? Da ist doch noch einer da. So. Ja. Jetzt. Er hat zwar nicht auf die Reihe bekommen, dich umzulegen und das gleich zweimal, aber eins muss man ihm lassen. Er geht strategisch vor Abschluss. Worte versteckt von willigen Banditen. Okay, was haben wir denn hier? Du Arsch. Ich glaube, ich nehme die Cowboy Rifle. Joinks, wo ist die Cowboy Rifle? Cowboy Rifle. Was blaues, blaues da irgendwo. Blau, blau, blau. Da. Nehme ich. Sieht doch schön aus. So, dann gehe ich jetzt mal zu Tiny Tina zurück. Und mal gucken, was die zu sagen hat. Und ich denke, dann werde ich das auch beenden. Jungs. Ich hab's noch drauf. Obwohl, wenn ich das so beobachte, wir brauchen nur noch ein paar Erfahrungspunkte, dann hätten wir auch Level 17. Das wäre auch schön. Aber ich glaube, da bekommen wir es erstmal später, wenn wir noch ein paar Quests machen. Mein Gott, der Mordecai ist hier oben ganz nur noch am Feuern. Und ich frage mich, wann wir endlich in so welche anderen Gebiete reinkommen. Jetzt ist ja meistens mehr so alles Tundra. Und sowas alles. In der Demo, die ich aber auf der Gamescom gespielt habe, war das so mehr dschungelmäßig. Das heißt, wir kommen auch irgendwann mal in so eine Art Dschungelgebiet. Aber da waren auch die Gegner 25, also das dauert glaube ich noch ein bisschen. Oh fuck. Wir haben aus Versehen geschossen. Das sieht schön aus. Und das sieht sehr ungenau aus. Hey,
Tiny Tina hier, tippert. Geil! Sekündchen noch! Das wird super! Hopp, 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 hopp. Schwing deinen Hintern aus meiner Werkstatt, Mann! Für das hier muss ich allein sein. Ich bin eine Teekanne, bin voller Blut und so. Hier ist mein Henkel und hier ist mein Popo. Wow. Hups. Bau eine kleine Bombe in ein geiles Dämchen. Jag damit was hoch und alle sterben. Kann ich nicht sehen. Matsch. Matsch, matsch, matsch. Ihr seht verflucht gut aus, Ladies. An die Arbeit. Jawohl. Zwillinge. Oh. Nimm sie. Nimm sie, nimm sie, nimm sie. Nimm die beiden Damen auf. Setz die Damen einfach nahe der Schienen ab und mach sie scharf. Guter Plan, super Plan. Okay, aber man sieht, sie hat jetzt auch noch eine Quest. Okay, Kumpel, gib es an. Sie benötigt meine Hilfe dafür. Nee, ich denke, das machen wir das nächste Mal. Werden wir dann die Tea Party begleiten und danach uns wieder um die Hauptquest kümmern. Aber bis dahin sage ich danke fürs Einschalten. Bis dann, ciao.